Und herzlich willkommen zurück zu X4 Foundations hier in meinem X4-Universum. Ich bin der Shintuaga und ich bin dabei, eine Mission zu machen, die ich so in der Form, glaube ich, auch noch nie gemacht habe. Ich habe jetzt eine Stunde 46 noch Zeit hier, so interpretiere ich jetzt diese Mission. Über 75% zu halten, aber wie wir sehen, verändert sich das hier die ganze Zeit. Bin mir nicht so ganz sicher, ob das jetzt alles so funktioniert, denn ja. Könnte sein, dass es leicht verbuggt ist, ich weiß es nicht, aber wir werden sehen. Ich habe ja noch ein bisschen Zeit, diese Mission zu erledigen. Ja. Ich sollte aber auch mal wieder woanders hinfliegen. Denn meine Mission habe ich ja erledigt, beziehungsweise das kann jetzt mein Pilot ja wieder machen. Denn den Theseus-Verteidiger habe ich jetzt rauspicken können. Und anscheinend hatten die so eine wichtige andere Mission, dass sie mich dann auch trotzdem in Ruhe gelassen haben. Und ja, mich meines Weges haben ziehen lassen. Und ich trotzdem gut ein bisschen Ruf natürlich beim Heiligen Orden verloren habe. Aber das war eh klar. So, dann fliegen wir einfach mal wieder da in die Nähe. Gucken, was wir noch für Missionen bekommen können. So, ich habe mir jetzt auch wieder einen weiteren Transporteur gegönnt. Um eben so eine Mission wie die jetzt hier halt fixer erledigen zu können. Sofern das dann möglich ist. Also die Leia Schwanengesang hat irgendwie Probleme mit dem Folgen. Die steht schon die ganze Zeit hier an der Stelle. Na gut, so. Schildkomponentenfabrik. Auch das muss ich im Auge behalten. Auch die brauchen ja dann auf jeden Fall noch Schürfer und so weiter. Also da geht schleppend voran, ne? Wenn wir sehen, was wir hier an Hüllenteilen noch brauchen, dauert das jetzt alles noch eine Weile. Aber wir sehen, einige Sachen sind hier schon gebaut. Das sind die Schildkomponentenmodule. Die sind also schon... Also eins ist auf jeden Fall schon fertig und... Erreiche System. Gesegnete Vision. Der Rest kommt dann. Also das sollte... Früher oder später sollte das dann sich auch ausgehen. Und wenn ich die Transporteure wieder frei habe, dann sollen die natürlich dann auch gleich... So, erwarte Befehle. Dann kannst du gleich... Erreiche System. Anspruch des Pontifex. Also ich habe jetzt die Streitsüchtiger Nager, weil es ja ein sehr, sehr verdammt schnelles Schiff ist. Dazu auserkoren, Sicherheitscontainer einzusammeln. Ich glaube auch, die despawnen nicht mehr so schnell, wie das vorher der Fall war. Da habe ich ja manchmal Schiffe losgeschickt, die dann, Erreiche System. Gesegnete Vision. Die dann nie rechtzeitig angekommen sind, letzten Endes. So, ich muss jetzt natürlich auch beim Transporteur immer im Blick behalten. So, das ist der Transporteur. Ich muss das B, glaube ich, mal klein machen. So. Erreiche System. Reiner Blick. Genau. Erreiche System. Und der... Weiter Kontakt. Und der 2B, der macht das jetzt mal mit den veredelten Metallen. Erreiche System, Argon Prime. Wenn ich Pech habe, dann ich Pech habe, beschneide ich mich da jetzt so ein bisschen selber. Ich weiß gar nicht, warum der noch so viel Zeug da drin hatte. Wahrscheinlich, weil die nicht alles gebraucht haben von den Medikamenten. Ja, keine Ahnung. So, schauen wir mal. Was haben wir denn hier jetzt nochmal?
Argon gegen Xenon, ja. Hier würde man sogar ein Magnetar bekommen, aber das würde bedeuten, hier muss ich selber eine Station bauen. Das mache ich jetzt erstmal noch nicht. So, hier, Satelliten, einfach. Aber, brauche ich das? Ja, dieser Geschützvorstoß, das nervt mich halt immer noch. Und ja, schwer halt. Was bieten denn die Antigone Handelsgilde? Seminar für Crew mit 2 Sternen. Das klingt doch gut. Befehle. Schiffssteuerung, genau, Satellitenreparatur. Das ist doch genau das, was wir brauchen. Das ist doch genau das, was wir brauchen. Das machen wir dann gleich. Ich will jetzt aber natürlich trotzdem noch die Mission dann hier im Auge behalten. Hm. Gut, also ich versorge ja scheinbar nicht nur alleine. Das ist ja anscheinend schon mal, das scheint ja schon mal Fakt zu sein, aber so langsam wird es natürlich doch eng. Das Schiff wird bald abdocken. Wo, veredelte Metalle habe ich doch hier bei der Waffenkomponentenfabrik doch auch, oder? Ja, da kann ich also auch was abzwacken. Das mache ich mit der nächsten Lieferung. Und zwar macht das dann Transporteur 1B. Der dann dahin fliegt und Waren transferieren. Veredelte Metalle, ja. Ist ja auf jeden Fall auch lukrativ, ne? Da muss man mal ganz klar sagen. Denn die brauchen die Waren ja jetzt nicht umsonst. Autopilot. Wir haben ja Mangel daran und bezahlen natürlich jetzt auch gut für die Waren, die ich selber herstelle, also gar nicht erst einkaufen muss. Und dann geht die komplette Kohle natürlich komplett in meine Tasche, was natürlich gut ist. Denn ich habe ja immer noch 19 Ares herzustellen, also in Auftrag zu geben vielmehr. Aber wir kümmern uns jetzt erstmal um die Satellitenreparatur, weil, wie gesagt, wir brauchen jetzt ein Seminar für Crew für 2 Sterne. Erreiche System. Weiter Kontakt. Und ich glaube, ich werde auch mal diesen Piloten hier aufwerten dann. Erreiche System. Reiner Blick. Gott, wo sollen wir denn die Satelliten hier bitte schön reparieren? Sprungtor, gesegnete Vision. So, ich glaube, die sind hinter dem Sprungtor. Erweiterter Satellit. Gut, dann fliegen wir da ran und dann reparieren wir das gute Stück. Das kennen wir ja noch von früher. Das waren ja so eine der ersten Missionen, die wir hatten. Falsche Taste gedrückt und nicht zum Stehen gekommen. Das ist natürlich ungünstig. Ein bisschen näher müssen wir natürlich schon ran, damit wir es jetzt mit dem Rauanzug nicht allzu weit haben. Wir müssen bis 25 Meter ran, von daher. So, das passt. Nemesis, Verteidiger. Reparaturlaser ist auch schon aktiviert. Sehr schön.
Erweiterter Satellit. So, wo ist der andere? Ja, der ist ganz woanders. Nemesis, Verteidiger. Ihr seht schon, ich mische das immer so mit Teleportieren und normalem Einsteigen. Ich finde, das muss man auch ab und zu mal würdigen, dass das Spiel auch diese Möglichkeit hat. Und es ist auch ein bisschen immersiver. Hallo. Weil der Satelliten wieder kaputt gemacht. So. Autopilot eingeschaltet. Ja, ich muss jetzt, wie gesagt, die Mission natürlich auch so ein bisschen. Ich meine, auch wenn wir jetzt natürlich ja, so ganz verstehe ich das jetzt nicht, wie gesagt, warum hier das immer so komisch angezeigt wird. Und vor allen Dingen, warum ich die veredelten Metalle. Autopilot ausgeschaltet. So, der fliegt zurück. So, du hast ja jetzt veredelte Metalle an Bord. Genau, alles klar. Sehr schön, dann. Hoffen wir mal, dass das jetzt funktioniert. Da ist der Satellit. Erweiterter Satellit. Oh, der Autopilot hat sogar relativ gut in der Nähe geparkt. Nemesis, Verteidiger. Erweiterter Satellit. So, Mission erfüllt, gib mir meine Belohnung. Nemesis, Verteidiger. So. Hä? Für Crew mit 2 Sterne Verwaltung. Jetzt habe ich doch das. Gut, kann ich gebrauchen, aber ich dachte, das ist, das sieht man halt nicht so richtig. Gute Arbeit. Das. Doch, da, Schiffssteuerung. Hä? Habe ich jetzt beide. Gab es das beides Male? Jetzt bin ich ein bisschen irritiert. Jetzt habe ich doch das bekommen, was ich wollte. Bisschen spooky in dem Moment. Okay, dann gucken wir mal, ob das jetzt funktioniert. Reden. Kann ich helfen? Genau, Pilotenseminar durchführen. Zack. So, jetzt hast du 3 Sterne. Und jetzt müsste ich eigentlich bis 5 aufwerten können. Kann ich helfen? Und noch einmal. Kann ich helfen? Zack. 5 Sterne. Jawohl, genau. Vielleicht klappt das ja mit dem Landen und so weiter jetzt alles besser. Und theoretisch könnte ich mich ja auch dran beteiligen jetzt hier. Indem ich zum Beispiel... obwohl, ja gut, ich habe nicht so viel, aber ich versuche, ja, beteilige mich jetzt trotzdem so ein bisschen damit. Nämlich... Ah, ich selber mit dem Schiff, wenn das jetzt also kein... Hä, hey, nee, das müsste trotzdem gehen. Ja, Waren transferieren. ...48 zwar nur, aber egal. Dann fliegen wir die Station auch mal direkt an. System. Weiter Kontakt.
Erreiche System Argon Prime. So, du müsstest jetzt auch veredelte Metalle an Bord haben, ne? Genau. Naja, das war der von eben. Ich bin mal gespannt gleich, weil irgendwie, wie gesagt, ist es für mich nicht so ganz, was jetzt bei den veredelten Metallen gleich passiert. Ob die jetzt alle gleichzeitig hochspringen? Dann müsste ich ja nur noch Graphen liefern. Hast du jetzt? Du hast jetzt auch veredelte Metalle an Bord. Ja, die Medikamente wird er wahrscheinlich nicht los. Ja. Ja gut. Dann ist der nächste Befehl, dann wenn du wieder am Hauptquartier bist. Erreiche System. Weiter Kontakt. Dann. Gibst du die Medikamente wieder frei? Erreiche System. Reiner Blick. Und die Energiezellen, aber die sind jetzt erledigt. Okay, gut, dann. Ja, es erfordert doch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit tatsächlich jetzt. Weil die, System, gesegnete Vision. Weil die Station jetzt hier auch nicht unbedingt nah am Highway ist, dauert das natürlich jetzt alles eine Weile, bis die Ware geliefert werden. Ja, aber ich will mal gucken, wie viel Prozent jetzt gleich bei den veredelten Metallen, wie weit das hochgeht, weil dann kann ich einschätzen, wie viel ich noch liefern muss. Erreiche System, frommer Nebel. Also da sind jetzt 500, ich glaube 87 waren es jetzt da drin. Und dann sehen wir gleich, wie viel Prozent das dann jetzt gleich hochgeht. Weil dann brauche ich mich eigentlich fast nur noch um die Graphen zu kümmern. Aber dass das jetzt so variiert von dem, was geliefert werden soll, das finde ich schon ein bisschen merkwürdig. Also die Sojakrütze zum Beispiel, die hätte ich einkaufen müssen. Habe ich natürlich deshalb. Aber die Medikamente zum Beispiel sind auch weg, weil die habe ich wahrscheinlich bestimmt über 75 gebracht. Aber die tauchen hier halt nicht mehr auf. Das ist halt das, was mich wundert. Und so ist die Mission eigentlich ziemlich schwer einzuschätzen, was man jetzt so braucht. Bisher verändert sich noch nichts. Also momentan macht es halt echt den Eindruck, dass es etwas verbuggt ist. Erreiche System. Nupileus Glück. So, er hebt wieder ab. Das heißt, er müsste ja das Zeug. Ich gehe jetzt mal. 7%. Und das nur bei einer Variante. Eieiei, das wird schwierig, aber. Weil so schnell komme ich ja mit der Produktion auch gar nicht nach. Ich meine, ich probiere es. Was andere Chance habe ich ja nicht. So, was hast du noch für Befehle? Genau, du holst dann nochmal veredelte Metalle. Das ist in Ordnung. Ich würde dann aber sagen, danach versuchen wir einfach mal das mit dem Graphen das abzuschließen. Wo auch nicht viel von übrig ist momentan. Das Schiff wird bald abdocken. Ich glaube, wir lassen das mit dem. Hier müssen wir da auch Graphen herstellen, ne? Genau. Hier haben wir ein bisschen mehr Erfolg. Ja, das war dann wieder der Gasmangel, ich glaube, von Methan. Ja, ich probiere die Mission jetzt. Ist egal. Wie gesagt, es gibt ja trotzdem nebenbei Kohle.
So, aber hier zum Beispiel Medikamente werden angezeigt. Aber kann ich gar nicht ausliefern. Aber ich glaube, das wird glaube ich echt schwer. Also wenn das schon 7% nur waren, die 500 irgendwas. In der Zeit habe ich das ja auch alles gar nicht nachproduziert. Ich glaube, dass selbst wenn es noch eine Stunde 25 sind. Ich nehme die Kohle jetzt einfach mit, die ich dabei verdienen kann. Aber ich glaube, die Missionsbelohnung von den 700.000 Credits, das wird nichts. Weil wenn will ich das Zeug, auf was ich produziert habe, verkaufen, dass ich dann wenigstens da noch einen Schnitt mit habe. Aber so ist es halt... weiß ich nicht. Das macht in meinen Augen keinen Sinn. Naja, lassen wir ihn mal fliegen. Er ist jetzt 5-Sterne-Pilot. Nächste Frage ist natürlich, ob ich mich echt nicht selbst mit beschneide. Ja, das ist nämlich, wie gesagt, Methan ist weiterhin das Problem. Helium ist das Problem jetzt, auch wenn jetzt hier wieder was reinkommt. Aber das Problem, was ich mit Silizium hatte, habe ich jetzt mit Gas. Das heißt, das, was ich gelernt habe, ist, ich müsste jetzt eine Gasregion finden, die relativ ergiebig ist von Helium und Methan und müsste dann sowas wie die Bergbaustation bauen, nur halt mit flüssig und halt ja. Erreiche System, Anspruch des Pontifex. Und nochmal, auch wenn ich jetzt hier das komplett mein Industriegebiet aufbauen will, erreiche System, werde ich früher oder später darauf zurückgreifen müssen, denn auch die Schildkomponentenfabrik braucht Methan und Helium, wegen dem Superfluid-Kühlmittel. Das ist das Problem bei der ganzen Geschichte. Also ich werde nicht drum rumkommen, auch so eine Art Gasschürfstation, eine externe zu machen, wo dann ein eigentliches Bergbauschiff mit einem schnellen Antrieb ausgerüstet wird und das dann dafür sorgt, dass die ja, die Stationen versorgt werden halt, ne? Aber, ja. Das sind jetzt mehrere Fronten gleichzeitig. Was haben wir hier? Nee, also da 12 Schiffe jetzt vom Gottesreich zerstören, das auf keinen Fall, das mache ich nicht. Und wir hier Minen zerstören. Seminar für Crew mit einem Stern, ja gut, könnte man sicherlich günstig kaufen, aber 115.000 Credits ist natürlich erstmal was, aber wir haben erstmal was anderes zu tun. So, hier ist Transporteur 2A, der hat jetzt auch wieder veredelte Metalle. Und immer noch Medikamente, aber die gebe ich ja dann raus. Das ist, ja gut, wir liefern natürlich jetzt fast gar nichts mit unseren 48. Gut, also schlauer ist er mit den 5 Sternen auf jeden Fall nicht geworden. Das kann man, glaube ich, an der Stelle schon mal festhalten. Gut, während er versucht dann hier irgendwann mal anzudocken. Ja, er kann wahrscheinlich gar nicht landen, weil die nur einen M-Platz hier haben und deswegen wartet er wahrscheinlich hier. Weil mein Transporteur 2A jetzt hier ist. Ja, gut. Auf jeden Fall gibt er mal die Medikamente zurück. Ja, jetzt wird er wahrscheinlich gleich landen.
wenn er abgehoben ist. Ja, gut, ich werde jetzt auf jeden Fall mal den... Erwarte Befehle. Ja. Irgendwie hebt er nicht ab. Aber Folgebefehle hast du, oder? Ja, ja, jetzt hebt er ab. Gut, ich werde dann aber mal die geometrische Eule... mal nach Schwarze Sonne zum Ausrüstungsdock schicken und mal ein paar wieder mal ein paar Ressourcensonden kaufen. So, 20 Stück. Weil ich muss das Gasproblem angehen. Es geht nicht anders. Ja, jetzt landet er, genau. Ich muss das Gasproblem angehen. Das nutzt alles nichts. So, nachdem ich das in Auftrag gegeben habe, sind wir jetzt bei 14. Jetzt ist aber Silizium wieder bei 74. Also ganz ehrlich, Leute, die Mission ist so schwierig zu schaffen, wenn man es auf Eigenproduktion umsetzen will, weil es wird ja natürlich auch Zeug verbraucht. Silizium war ja eigentlich drüber. Ich meine, das lässt sich trotzdem noch machen, aber es ändert sich ja bei den veränderten Metallen nichts. Also ich soll jetzt dreimal 100, über 75% kommen. Eine Lieferung mit einem Merkur von meinem Transporteur bringt 7%. Never schaffe ich das, weil das produziere ich halt einfach nicht. Ich mache es jetzt weiter, weil ich dann halt auch so direkt Kohle mitmache. So gut wie es geht, aber interessant ist das nicht, ehrlich gesagt. Also das ist... Ich habe die Mission auch nur angenommen, weil... da alle Sachen waren, die ich selber herstelle. Warum die Medikamente jetzt nicht mehr dazu zählen, die ich geliefert habe, das, wie gesagt, verstehe ich nicht. Bin ich auch ehrlich gesagt ein bisschen... ja, angepisst ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber es ist halt... nicht schön auf jeden Fall. Ganz im Gegenteil. Weil ich halt auch nicht weiß, ob das jetzt einfach nur verbuggt ist, ob das dann nicht richtig funktioniert. Nervig auf jeden Fall. Oh, was ist denn hier los? Ah, okay, ist ja alles. Und habe halt immer noch im Kopf, dass ich mir selber so ein bisschen schade dadurch. So, Helium haben wir jetzt auf jeden Fall wieder ein bisschen da. So, Siliziumscheiben sind auch kein Problem. Das heißt, Silizium könnte ich jetzt auch als nächstes hier abzwacken. Hauptquartier, Waren transferieren. Na, wo ist denn Silizium? So, kann ich jetzt nur... Hä, nee, ich muss doch auch Silizium selber einsammeln können. Nö, kann ich aber nicht. Ah, klar, weil es ja ein Transporteur ist. Weil es ein Transporteur ist. Okay, mache ich mal Folgendes. Hat denn das Schiff hier... Ich muss dann auch da weg, ne? Weil sonst... Ja, hat aber dementsprechend ein... Ja. Gut. Dock mal vom Hauptquartier an. Aber es hat ein L. Stocke Frachtrunnen auf, dass das mal fertig geworden ist. Ist auch mal toll. So, probieren wir Folgendes. Ich nehme beim Hauptquartier Schürfer. Hast du
du zufällig Silizium gerade drin? Hast du. Weil Silizium ist jetzt gerade nicht das Problem. Kann ich dir jetzt sagen, jawohl, den Befehl kann ich dir zwischendurch geben. Und zwar machst du das jetzt als erstes. Ja, und danach kannst du wieder Ressourcen abbauen. Jo, gut. Dann war's das wieder für diese Folge. Man sieht Management an allen Fronten, die wir hier leisten müssen. Aber ja, gut, es ist ja für einen guten Zweck, nämlich für die paranidische Eskorte, die ich dann noch aufstellen muss. Also 19 Ares fehlen noch. Ich denke mal, ich kann gleich in der nächsten Folge mache ich nochmal einen Kontoabgleich, sage ich mal. Und dann gucke ich mal, wie viel Ares ich dann in Auftrag geben kann. Wenn es so läuft wie beim letzten Mal, dann wird es eh eine Weile dauern, bis die gebaut werden. Von daher kann man die ja schon mal in Auftrag geben. Also, seid gespannt, wie es weitergeht. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.